Wir Grüne sind der Meinung, dass Bildung für alle zugänglich sein muss, egal wo sie herkommen, egal wie viel Geld sie haben, egal ob sie reiche oder arme Eltern haben. Das ist ein Grundrecht, Bildung ist ein Grundrecht. Und wir haben in Österreich die zweitniedrigste Akademikerinnenquote in der OECD. Das heißt, dieses Getue, wir hätten zu viele Studierende, ist völlig falsch. Im Gegenteil, wir müssten dafür arbeiten, dass alle ihr Studium auch tatsächlich abschließen können. Wir Grüne sind der Meinung, dass Bildung frei zugänglich sein muss. Das heißt, dass es nichts kosten darf. Die Studierenden haben ja ohnehin ganz hohe Lebenserhaltungskosten, Studienkosten. Die meisten müssen daneben arbeiten und das sollte nur zusätzlicher Belastung geben durch Studiengebühren. Wir Grüne sind grundsätzlich der Meinung, dass Studierende so viel Geld haben müssen, dass sie sich tatsächlich aufs Studium konzentrieren können. Wir wissen, 2/3 arbeiten neben dem Studium im Schnitt 20 Stunden pro Woche. Das führt zu Studienzeitverzögerungen und bringt einfach sehr viele Probleme mit sich, mitunter auch, dass viele Studierende ihr Studium insgesamt abbrechen müssen. Wir sind für eine massive Aufstockung der Stipendien und auch einen Umbau, weil es inzwischen sehr viele unterschiedliche Studierendengruppen gibt, insbesondere auch ältere, die man anders unterstützen muss. Phase, in der es möglich ist, dass Studierende mehrere Studienrichtungen anschauen können und sich danach entscheiden. Warum? Wir haben die Situation, dass die Studienwahl oft irrational ist. Ganz viele junge Menschen wissen nicht, was sie machen wollen. Bei mir war das genauso. Und wir wollen mit einer Eingangsphase, die eine richtige Eingangsphase ist, die Studienwahl verbessern und auf der anderen Seite auch dafür sorgen, dass sich die Studierenden besser verteilen auf die unterschiedlichen Fächer. Das hätte sehr viele positive Effekte.